Ja, wir waren ja hier über diesen komischen Wirbelsturm. Oh Gott. Das ist doch keine Bridge. Oder? Ah, doch, vielleicht. Wo muss ich denn hin? Ah, stimmt hier. Ah. Das ist ein Path? Echt jetzt? Hallöchen, Epic. Einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, der BH sitzt, wackelt und hat Luft. Climb. Immer noch? Sehr schön. Warum war das ja nicht kneift, ne? Also, das geht ja gar nicht. Also mir geht's ganz gut. Wie schaut's bei dir aus? Stay focused on the lighthouse. If you can reach it, you will find the cabin. Things are getting pretty crazy here, Zane. It's to be expected. You are struggling to reclaim yourself. The landscape reflects that strain, but each step takes you closer. If you persevere, you can attain the lucidity that fends off the darkness. Recharge. Oh, Batterien. Ein Flair nehme ich auch gerne mit. Reload, yeah, Munition. Hab ja nicht schon genug, oder? Shotgun-Ammo. Aber der Revolver reicht eigentlich. Zu 70%. Wie sieht's eigentlich bei dir aus? Wann streamst du mal wieder? Oder hast du gerade Urlaub? Now that I knew what I was facing, the environment became even wilder and stranger. Like it was no longer even bothering to pretend that things were normal. Das stimmt. Machst du gerade Streamurlaub? Warst du gar nicht im Land oder wie? Funktioniert das nicht? Ja, okay. Naja, kommt auch noch dran. Keine Sorge. Siehst du? Wie ich gesagt habe, du kommst auch noch dran. Viel unterwegs. Aber macht man nicht Urlaub, um zu entspannen? Muss ich denn hier lang? Vier Schuss noch. Schrotflinte.
Reloading! In der Therme heißt das, du hast gesoffen? Hast dich volllaufen lassen? Das ist so. Ja, stimmt. In Bayern wird ja mehr getrunken als woanders, wa? Gab's am wenigsten einen schönen traditionell Weißwurst dazu? Oder Leberkäse? Gerade runtergerutscht. Why? Fireworks. Also schön traditionell ist das genossen. Endlos Flares, geil. Und jetzt muss ich hier runter oder was? Vermute mal nicht. Aha. Okay. Kann ich trotzdem runter? Nö. Dafür bin ich zu fett. Aber cool. Ja, dann willkommen zurück, ne? Aus dem Urlaub. Ich hoffe, du hattest Spaß. Das kriegst du in nächster Zeit erstmal nicht mehr. Und sei nicht traurig. Aber so ist das nun mal. Die Regierung sagt springen und wir springen. Muss ich da lang gelaufen? Wahrscheinlich, wa? Mach ich mal. Will auch nicht gegen alle kämpfen hier. Meine, wozu auch? Die droppen ja nicht mal Loot. Das lohnt sich eigentlich gar nicht, gegen die zu kämpfen. Die geben weder XP. Ich bin gespannt auf das Bild im Discord. Ich check mal rüber. Die Freudentränen. Ach, ist ein Riesenrad. Geil. Hier ist The Ring. Der Fernseher von The Ring.
Weiß gar nicht, gibt's das eigentlich auch? The Ring? The Video Game? Also Wake soll das sein. Bist du sicher, dass du da rein willst? Hallo, ist ja gar kein Wasser. Voll verarscht, ey. Ja, bin ich ja mal gespannt, wie lange die braucht. Das Problem ist, sie kommt aber nur durch Fernseher, wa? Ich habe aber keinen Fernseher mehr. Ich glaube, die findet mich gar nicht. Nein, die braucht doch einen richtigen TV, eine richtige alte Bildröhre braucht die doch. Ansonsten wisst ihr doch ja nicht, wo ich bin. Da sind wir fast am Eingang wieder. Rein theoretisch sind wir jetzt am Eingang. Und auf der anderen Seite. So, was nun? Ja, lenke oder was? Junge, was ist denn los mit dir? Warum hast du noch keine HP? Was ist denn da los? Ich hab ein Upgrade. Auf LCD-Fernseher? Wer soll denn das glauben? Ist das nicht dieser Tresorraum? Genau, der Raum des Lichts. Nichts liegt da drin. Okay, da müssen wir aber wahrscheinlich weiter, ne? Ach ja, wir müssen ja immer noch zum Leuchthaus. Also zum Leuchtturm. An elevator? Sure, why not? Next up, Sanity. You're doing well. Keep going. Next up, Sanity. It's a dream. This is a vast place, home to forces and beings that are completely alien. The Dark Presence. Yes. I don't know what happened to it after your final encounter. Is there any way out of here? Sometimes transmissions can be sent between worlds. You've done this yourself. But to actually leave the Dark Place, I haven't found a way. Aliens? Gerade richtig verstanden? Ich dachte, das wäre so ein psychologisches Ding, was der hier hat. He's gas station. Not something I particularly wanted to see, but obviously I wasn't the one in the driver's seat. Machen wir jetzt hier ihn auf Akte X, ja? Made real. Wake would never make it. The insanity he was facing was already a part of it. In him. His own doing. He couldn't possibly win. He didn't even want to. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Boom. At least the lighthouse was much closer now.
I would have to make my way up there somehow. Du musst ja so weit weg. Run, bitch! Ja, darf ich auch noch? Warum machst du denn nicht den direkt vor dir, Ellen? Ja, den hättest du eigentlich vorher machen müssen, Ellen. Not something I particularly wanted to see, but obviously I wasn't the one in the driver's seat. Another memory made real. Blake would never make it. The insanity he was facing was already a part of it. In him. His own doing. He couldn't possibly win. He didn't even want to. At least the lighthouse was much closer now. I would have to make my way up there somehow. I guess. Excuse me. Ist ja nur Boom. Boom, 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 boom. Noch jemand? Noch mehr Boom? Weiter Boom? Mächtig Bada Boom? Weiß ja nicht, ob die nochmal wiederkommen. Hab nur noch einen Schuss. Und die kommen immer wieder. Ja, nice. Get to the light. Wire. Wire, 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 wire. Wireless LAN. Ich muss irgendwie den Strom transportieren, oder was? Oh, Reload. Genau das brauche ich jetzt. Ein Reload. Ist, glaube ich, runtergefallen. Da muss ich runter. Da liegt's. Hunting Rifle, ja. Gehen wir nachladen. Wow, ganze 3 Schuss. Ist das alles? Nee, ich brauche Strom. Ah, okay. Wir müssen nämlich den Knopf drücken, so wie es aussieht. Dafür brauche ich aber Strom. Oh, Revolver, der muss es jetzt bringen. Das Problem bei diesem Spiel ist leider, ich sag wirklich leider, du weißt nie, ob die Gegner halt wiederkommen. Oder dass, wenn du sie umgebracht hast, dass sie halt auch tot bleiben. Was so ein bisschen blöd ist. Ja, manchmal kämpfst du halt so und denkst so, ja, okay, wenn ich sie jetzt besiege, sind sie halt dann weg.
Aber dann kommen sie halt wieder. Dann besiegst du sie vielleicht nochmal. Dann kommen sie nochmal wieder und denkst du so, ja, geil. Meine ganze Mund ist jetzt weg. Und dann, weiß ich nicht, eine Minute später, so wie jetzt, ne? Da hinten an der Gasstation sind sie immer wieder gekommen, jetzt hier, kommen sie halt nicht mehr wieder. Gibt aber leider keinen Indikator dafür oder so. Oder gezeigt wird von wegen, ja, die kommen wieder oder nein, die kommen halt nicht wieder. Komme ich denn da hoch? Alles super. Ist natürlich ein bisschen schade. Weil so verballert man manchmal relativ viel Munition, obwohl man die eigentlich ein bisschen behalten möchte. Weil du halt einfach nie weißt, wann kannst du kämpfen und wann kannst du abhauen. Oder wann, besser gesagt, wann musst du abhauen? The part of you that is in control is in the cabin, dreaming and insane. I don't think I like that. You represent the part of Alan Wake that is capable of rational thought and planning, which is why I'm talking to you. If that part can regain control, then you have a chance of making it. But a part of you wants to give in. There's comfort in the oblivion of dreams. You represent the part that isn't ready to quit and die. Wait! Are you telling me I'm not real? You're as real as anything else in this place. So there are two of me? Yes. And the one you called Mr. Scratch, he's me as well? No. Zane, are you playing some kind of game with me? I am not the author of your story. How can you say that when you wrote that page about me and the clicker? It wasn't one of my pages. You directed me to it. You had Weaver guard it. Yes, she was needed. And you needed the clicker, but I'm not. What? I don't understand. Alan, you should keep going. Zane? Zane, come on! Well, that cleared things up. Nee, weil nämlich, Zane ist nämlich auch Alan Wake. Hört man schon an der Stimme, dass es dieselbe Stimme ist. Die ist zwar verändert, wie so ein Big Daddy, sage ich jetzt mal, ne, aber ist trotzdem dieselbe Stimme. Sieben Schuss. Noch nicht ganz, würde ich sagen. So, bleibt er jetzt weg oder kommt er immer wieder? Riesenschiff. Aber hier bei einem Schadet oder was? Boom, Alter. Was ist das denn? Hump. Groaned in the unnatural wind. It was heralding the enemy's arrival. Wake wouldn't leave this place alive.
Schrotflinte? Okay, wenn er sagt, ich sollte jetzt lieber eine Schrotflinte nehmen, dann nehme ich jetzt mal lieber eine Schrotflinte. Bombo. Ah. Runtergefallen, der Loop. Sehr schön. Sane. Wo ist er? Das ist da draußen, oder? A moment. I can help you here. There's a connection. You were in my dream. Yes. I taught you. You fixed the foolish mistake I made with Barbara. Barbara? Ist das dann schon wieder? Ich hoffe, die war nicht wichtig, die Barbara. Checkpoint. Aber wir sind immer noch in Special 1, oder? Kann man sehen? Claire, wo ist er? Controller aim ist gleich Potato aim, ey. Das sind ja die Augen von Mordor, oder? Sieht zumindest so aus. Voll crazy. Ja, 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 komm, greif an.
Ich eigentlich mal wieder ein bisschen Muni. Ich hätte gerne ein paar Schuss. Meine 15 sind noch relativ viel, aber ich hätte gern trotzdem ein bisschen mehr. Wake ran for the light. It was pointless. He would never reach it. His life would be snuffed out just as easily as the very thing he thought would save him. Even with the light gone, all I could do was keep going. Da hat er natürlich recht. Einfach weiter. Immer weiter. Weiter, Alan Wake. Let's not beat around the bush. You have a lot of problems, Alan. I do. I'm so glad you decided to come back to me. Jetzt sind wir wieder in der Klapse hier, oder was? Since we're being so frank here, Alan, and let me just reiterate how happy I am that you've had this breakthrough, I would like to summarize your condition. By all means. And please, just let me know if you think I'm being unfair. All right. Well, let's start with the obvious. The car crash. Untreated head trauma. All due respect to Doc Nelson, but he's hardly a neurosurgeon. I think that the injury has affected you more than you realize. Yeah, I have had bad headaches. Then there's your history of substance abuse, which, combined with your chronic insomnia, has resulted in hallucinations and extremely poor impulse control. That's a dangerous combination, one which your wife has unfortunately had to suffer from far more than you. I know she has. I don't think I'm exaggerating when I say that you are existing in a state of all-encompassing denial. Your vivid fantasy casts you as a heroic victim and allows you to skirt responsibility for your own actions. It allows you to solve your imaginary problems and dismiss the things that truly trouble you. In your self-serving delusions, your personal problems are assets that allow you to save Alice, perhaps even the world. Dr. Hartman, I think that's spot on. I can't argue with any of that. Well, I'm sure I'm stating the obvious. I don't want to labor the point, but, well, No, I understand. It's important that I face it. Precisely, Alan. You've put so much effort and imagination into this self-deception, but what good has it really done for you? You refused my offer of help, and here you are. Did being so obdurate really get you to a better place? No. No. And did it really help Alice? Was this really the best thing for your wife? Probably not. Probably not. Why don't we find out? You know, I've been talking with her. There's something she wanted you to hear. Oh, hey. That sounds like fun. What did you make of it? It wouldn't be guilt that makes you avoid this, is it? Come on, let's hear what she has to say. All I ever wanted was to help you, Alan. I ate all the shit you handed out and tried to understand your pathetic, wealthy white male drama. Until my life consisted of managing your never-ending crisis. I hate you for your childish temper and the arrogance and self-indulgent pride that undermine all efforts to drag you out of the hole you insisted on digging for yourself. I hate you for leaving me in the dark with that insane monster bitch! All you had to do was act like a loving human being for once in your life and stay with me. If your dramatic exit hadn't been more important than making sure I was all right, she would never have taken me. I don't know where you went, but that's okay. I don't want to know. I don't think I'll ever be all right. The only thing that keeps me from killing myself is the hope that I'll never see you again. Ouch. I just can't argue with that.
I think I should stay here before I ruin what life she has left. I think this is a breakthrough, Alan. I'm really very proud of you. It never happened. It was nonsense. I knew I'd saved her. I'd succeeded in that, and that was all that mattered. What I heard in there wasn't the truth. It was just another toxic mirage. It cut deep, but that made me all the more determined to force myself to snap out of it. I didn't want to be that guy anymore. I had to make myself see the light. Sieht ja schon wieder nach Kampf genau aus hier. Oder? Ah, nee, ich glaube nicht, dass ich da runter kann. Vielleicht doch hier nach oben. Naja, okay. Also noch bin ich hier oben safe, ne? Noch. Jetzt nicht mehr. Uni! Nee. Das Nightspring Videogame, stimmt, davon haben wir auch schon ewig nichts mehr gefunden. Sieht so aus, als wenn hier wieder unendlich viele kommen, oder? Natürlich. Hier kommen wieder unendlich viele, das heißt, wir müssen rennen, rennen, rennen. Rennen, Alan. Rennen. There's still a little further to go. You must take full control of your own mind. Reject all of the fantasies you have constructed. Yeah, well, I think I can do that. A lot of the stuff I've seen here is personal and ugly as hell. I'll admit it hurts, but it's not fooling me. I know it's fake. Good. You are aware. The part of you bent on self-destruction is not. But you must be careful just because you know the lies for what they are. That doesn't make the danger any less real. I'll make it. I don't have any choice. Here. I cannot come any further, but this will help you on your way. Thanks, I guess. Oh, guck mal da. Voll der fette Mond, ey. Ach, guck mal. Da ist er ja schon. Hey, let me tell you something, Alan. I know how your mind works. You screw up, then you start analyzing it, and before you know it, you start writing all these horror stories in your head. Don't you? Come on, I don't do that. Yes, you do. I know how it goes.
You're a complete failure. I hate you and I'll never forgive you for whatever it was that you did. Am I wrong? Oh, man. See? I know you. But, Alan, it's all in your head. It is. I love you, and I'm not going anywhere. Huh. Gut, den Leuchtturm dann erstmal. Alter. Das ist hier voll am Abstrahlen, ey. They kept coming. There were too many of them. Hordes and hordes of them. Swarming over the landscape, eager to kill. They were coming for Wake. And this time they would get it with sheer numbers. Mann, ich hab den Leuchtturm. Mir passiert gar nichts. Siehst du? Ich hab den Leuchtturm hinter mir. Mir passiert nix, Alter. Nix. Mir passiert nix, Alter. Gar nix. They kept coming. There were too many of them. Hordes and hordes of them. Swarming over the landscape, eager to kill. They were coming for me, and this time they would get it with sheer numbers. Diesmal nicht. Diesmal nicht. Einmal verarscht ihr mich, aber kein zweites Mal. Kommen wir genau zur richtigen Zeit. Perfekt. Der Leuchtturm. Mein Freund und Helfer. Keine Ahnung, wo der manchmal hinzielt, ne? Das ist schon echt ulkig. Nur weil wir einfach aufgetaucht sind. Wieder was? Geh mal weg. Eine Höhle. Gibt's irgendwas? Eine Höhle. Außer Tod und Verderbnis gibt's die, glaube ich, nicht, ne? Ja. Ich hab euch auch lieb.
Nee. Okay. Jetzt vielleicht? Jetzt. Was kann ich noch kaputt machen? Das sieht noch kaputt aus. Geh weg! Nope! Immer ein Leuchtturm, immer ein Mann, immer eine Stadt. Na, wer kennt's? Immer ein Leuchtturm. I was relieved to have made it here, but I wasn't sure what was going to happen now. Es gibt immer ein Leuchtturm, immer ein Mann, immer eine Stadt. Das sieht aus wie die Irrenanstalt. Die war doch gar nicht so weit weg, oder? Kennt keiner mehr. Macht nichts. Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Zane had left me. I wasn't sure what the dark presence had done to him if he couldn't follow. But from now on, I was on my own. Still, he had gotten me this far. I would never have made it by myself. This thing was going to end. It wouldn't be long now. Egal, solange wie der Leuchtturm leuchtet. Ja, so immer regnet's? Oder was? Wo ist denn die Lampe aus? Surprised by the change of scenery, but not much. I was starting to understand the symbolism, the way the dark place flowed. Jetzt verstanden? Ich nicht. It's gorgeous, Alan. It's something, all right. Natürlich geht's nicht. Hey Al. Feeling kind of depressed here. What? Jasmin im Messina sagt, wusstest du, dass ein PZ 1C eine Kadenz von 199,45 Schuss pro Minute hat mit seinem 7,92 mm Mausergeschütz? Nö, wusste ich nicht.
Hallöchen, Mädchen. Na, du? Was macht das Bäuchlein? Wollte gerade sagen, natürlich kriegen wir nicht den direkten Weg dahin, ne? Einen schönen Umweg müssen wir machen. Aber ist auch okay. Kriegt man vielleicht noch ein bisschen Backstory. Von irgendwelchen NPCs, die mit uns reden. Thing is, you need to get all rational here. Abandon your fantasies, right? Well, I kind of hate to say this, pal, but I'm one. Fine, you're abandoned. Bye. Ihr seid noch da. Ah, Mensch. Aber gedreht hat er sich ja schon, meintest du, ne? Komisch, dass er dann immer noch nicht raus möchte. Ist ihm wahrscheinlich zu warm. Ja, das kam gerade falsch rüber. Ist ihm wahrscheinlich nicht zu warm, sondern... Ja, besser geht's eigentlich gar nicht, oder? Ich meine, wenn er rauskommt, dann muss er sich ja anfangen, dann selber zu wärmen. Geht ja gar nicht. Die Hölle ist halt heiß. Genau. Meine Rede. Pal, what I'm saying is the only way you're getting in that cabin is through me. It's one of those kill your darlings things. But hell, you're used to that, big shot writer. Am I right? It was in everything. It was even taking the people Wake knew, turning his friends against him. They were all against him. Nein! What does it say about you when you're this desperate to keep yourself from getting bitter? Here we go! I'm earning the 15% commission! Nix kriegst du. First make yourself an imaginary friend, and then you can't even get along with that guy. People skills, Al. You're a master. Der will 50%. Er muss ja drum kämpfen. Sieht doch so aus, wenn wir gleich kämpfen müssten. Hätte ich mal nichts gesagt. Let's crack that writer's block of yours, Alan. Modern master of crime fiction, an expert on murder in dark alleyways, and a master of something. Best part. Think of this as critical shock treatment. What's that in? You'll make a great hunter. Step. Step. Stop! Stop! Nein. Was war das? Hell, it's great. And my job mostly consists of making sure you don't lose your entire life. Because you have all the Habt ihr gedacht, ne? Habt ihr gedacht? Ja, habt ihr gedacht. I have several lawyers on speed dial just because I don't want to get in trouble again. You know what kind of people need that? Gangsters and assholes. And you're not a gangster. Because they make money all the time. Hey, remember when you threw a hissy fit? I tried to help you and your ego couldn't take it. And because of that, you just got me killed a dozen times over. BFF, Al. BFF. Ach, die Rocker sind das. Die Rocker sind das.
It's totally not... Then... You have to literally pay your best friend to hang out with you because... Everything is... Surly ass. Du bist drauf. Du bist drauf. Echt jetzt? Vielleicht muss ich auch die Vögel besiegen, wer weiß das schon. Das ist ganz schön mächtig. Al, I swear to God, you're driving me nuts. Ja, muss aber auch ausweichen, ne? Right. Ansonsten bringt das nichts. Jetzt muss ich nochmal gegen den ganzen Rocker kämpfen. Ist doch scheiße. Several lawyers on speed, just because I get in trouble again. You know what kind of people need that? Gangsters and assholes. And you're not a gangster because they make money all the time. Hey, remember when you threw a hissy fit because your wife tried to help you and your ego couldn't take it, and because of that, you almost got me killed a dozen times over? BFF, Al. BFF. Gib mir mal ein bisschen HP wieder. Na, machst du? Was machst du? Krieg aber wirklich wenig HP wieder, ne? Ich merk schon. Totally not. Then you have to literally pay your best friend to hang out with you because everybody else refuses to put up. Surly ass. Al, I'm really running low on patience here. Ja, also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kommt er jetzt ja gleich hier, ne, neben dieser Munitionsbox. Dann sage ich einfach mal, ich hole mir vorher schon mal die Muni. You're driving me nuts. You drive me crazy. Shalala, you drive me crazy. Jetzt fängt er auch noch an, hier so rumzubusteln.
Oh, jetzt kann der Wix nicht mehr abhauen. Vier Schuss nur. Loser. Danke. Ach, der kann ja eh nicht schwimmen. It's too dark. Where am I? I can't find my way. Why is this happening to me? I can't find my way. It's too dark. Why is this happening to me? Just like that, my mind was clear. Zane had been right. I could think clearly again. But I couldn't survive in this place the way he had, and I might not make it back a second time. Leaving this place would be hard. Maybe impossible. It wouldn't take much for my thoughts to stray again. It was too easy to get lost in the dark place. Before, I was ready to curl up and die, let myself slip away. But here I was, the yet unwritten future waiting to unfold before me. A sequel to Departure. My name is Alan Wake, and I'm a writer. Return by Alan Wake. Wird dann wahrscheinlich Special 2 sein, nehme ich mal an. Kommt jetzt wieder irgendwelche lizenzierte Musik? End of Special Future 2? What? Haben wir jetzt schon beide gespielt, oder was? Wäre mir jetzt nicht bekannt. Ey, mach mal kurz die Musik aus. Das war's schon? Ich hab gedacht, ich hab jetzt hier ein paar Stunden Alan Wake.